Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, dieses Mal mit dem LG G3 und dem LG G2 im direkten Vergleich. Wir wollen uns die Smartphones kurz anschauen, über technischen Daten sprechen und mal das Gehäuse vergleichen und dann noch ein paar Software-Features, die sich jetzt unterscheiden in den Versionen. Und ja, da fangen wir am besten mal mit dem Design und der Größe an. Da sieht man es vielleicht ganz gut. Wir haben hier ein LG G3 mit 5,5 Zoll großem Quad-HD-Display. Dadurch ist das Smartphone im Endeffekt größer geworden, aber es ist immer noch deutlich kompakter als zum Beispiel ein OnePlus One mit 5, welches mit 5,5 Zoll nochmal so ein fettes Stück größer ist. Also das werden wir dann aber nochmal im direkten Vergleich sehen. Ansonsten haben wir hier ein 5,2 Zoll großes Display beim LG G2 mit Full HD Auflösung. Und ja, das Gehäuse ist deutlich größer, aber das Smartphone ist im Grunde genauso flach geblieben. Es ist ein bisschen abgerundeter, wenn wir uns die Rückseiten mal anschauen. Da sieht man vielleicht schon direkt im Vergleich die Materialwahl. Beides Kunststoff, aber hier mit so einer Metallic Look nennt LG das. Und hier haben wir halt dieses, diesen glänzenden Kunststoff, der mir nicht so gut gefällt. Ich habe mir nach den Bildern, nach der Präsentation etwas mehr erwartet. Ich dachte, das ist ein bisschen griffiger. Das ist mir trotzdem noch zu glatt. Also ich hätte mir hier mehr Struktur gewünscht. Man sieht ja hier so Striche und so weiter, aber die sind im Grunde komplett glatt. Also da verstehe ich den Sinn nicht. Soll es hochwertig aussehen, nur was es tut, ohne Zweifel, aber soll es sich auch hochwertiger anfühlen? Und das tut es in meinen Augen nicht. Es fühlt sich zwar hochwertiger an als vom LG G2, aber nicht so hochwertig, wie ich mir das eigentlich vom Aussehen her erhofft habe. Ja, ansonsten ist es bei den rückwärtigen Tasten geblieben, lauter, leiser und dann den Power-Button. Ich fand die Lösung mit dem LG G2 ein bisschen besser, weil es mehr heraussteht. Hier ist es mehr eingelassen. Es lässt sich zwar leichter erfüllen mit dieser Strukturierung der Tasten, aber da bin ich trotzdem noch Fan von der LG G2-Version. Lautsprecher ist hier auf der Unterseite, der befindet sich beim LG G2 auf der Unterseite. Und wir haben hier beides 13-Megapixel-Kameras. Einmal hier mit Laser-Autofokus, der wirklich einen guten Fokus macht. Ich habe jetzt schon die ersten paar Bilder gemacht. Und einen Dual-LED-Blitz, den habe ich jetzt noch nicht benutzt. Und optischen Bildstabilisator Plus. Hier haben wir die 13-Megapixel-Kamera mit einem optischen Bildstabilisator ohne Plus. Und halt einen Single-LED-Blitz. Der LED-Blitz hier, der Dual-LED-Blitz, ist farblich anders, damit die Ausleuchtung natürlicher ist. Und das Besondere an dem Smartphone ist natürlich, dass man die Rückseite abnehmen kann. Und das ist natürlich ein großes, großes Plus, weil dadurch kann man den 3000 mAh Akku dann auch austauschen, den Speicher erweitern und die MicroSD-Karte hier verstecken sozusagen und hat den nicht mehr in den Seiten und braucht dann auch kein SIM-Opening-Tool oder so ein Spaß, was ich ja sowieso nicht ab kann. So, hier ist der Akku noch mit rausgekommen. Aber so sieht das aus und man kann dann sich verschiedene Rückseiten besorgen. Bald hoffentlich, weil jetzt gibt es nur so Cover. Und ja, und was natürlich auch neu ist, ist die hier die QI-Ladefunktion, womit man das Smartphone, also das LG G3, kabellos aufladen kann. Ansonsten Akkus habt ihr schon gesehen, 3000 mAh bei beiden. Lange Laufzeiten, relativ. LG G3 erreiche ich so gerade so einen Tag. Also ich habe jetzt, wir werden gleich mal auf den Akkustand sehen, seit morgens genutzt und mal schauen, wie es jetzt ist. Das ist jetzt 10 nach 7 und das LG G2 schafft ja 1,5 Tage bei intensiver Nutzung. Also da ist das schon mal ordentlich besser. Liegt vermutlich auch am Quad-HD-Display, aber das muss ich dann noch schauen. Ansonsten, ja, wir schauen jetzt mal die Displays an. Gut, jetzt ist das Handy ausgegangen, weil Akku draußen war. Nee, doch nicht. Da kommen wir rauf. Beide unterstützen natürlich No-Code. Als Funktion habe ich jetzt beim LG G3 noch nicht eingestellt, aber beim LG G2 hat man es gerade gesehen. Hier muss man mindestens 3 Berührungen haben bei No-Code. Hier ging noch 2, deswegen habe ich diesen einen Touch hier so und dann wird es sofort aufgemacht. Und da seht ihr es: Displayqualität an sich beides gleich gut. Also LG hat wirklich sehr gute Displays verbaut. Hier mit einer Auflösung beim LG G3 von 2560 x 1440, hier Full HD 1920 x 1080 Pixeln. Beides sehr gut, also Helligkeit, Weißwert und so weiter, bei beiden ohne zu mäkeln. Also beim OnePlus One gefällt mir der Weißwert nicht so gut, da habe ich so einen Gelbstich, so eine wärmere Ausrichtung, das soll ja ein Feature sein und kein Problem. Mal schauen, ob es da ein Software-Update gibt, wo man den Gelbton dann entfernen kann. Aber die beiden Displays sind wirklich sehr gut. Kann man was von der größeren Schärfe erkennen? Ich meine ja, aber nur bei Text. Der Text sieht
egal ob bei Twitter oder irgendwelchen Apps im Browser und so, wirklich schärf aus und schon auf dem Homescreen hier. Man kann hier zum Beispiel an dem Hintergrundbild erkennen, die kleinen Sterne und so weiter, die sieht man dann mit dem gleichen Wallpaper auf dem LG G2 nicht so detailliert. Also das Quad-HD-Display gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und den Unterschied merkt man zum Beispiel bei Text. Bei Spielen nicht, also ist mir noch nicht aufgefallen, da werden Spiele sowieso hochgerechnet, da kriegt man im Grunde nicht mehr Details zu sehen. Videos kann sein, bei 4K-Videos wahrscheinlich, bei Full-HD-Videos natürlich nicht, da wird es auch hochgerechnet und Fotos natürlich, wie beim Hintergrundbildschirm, da sieht man auch dann mehr Details, wenn das Foto das halt auch hergibt. Aber mir würde auch ein Full-HD-Display reichen, das merke ich beim OnePlus One. Ich brauche Quad-HD nicht unbedingt. Noch nicht. Mal sehen, wie das dann weitergeht mit den Betriebssystemen. Ja, apropos Betriebssystem, hier sieht man nochmal die schönen Oberflächen. Ja, die Oberfläche gefällt mir wirklich gut beim LG G3. Beim LG G2 war es mir dann doch zu bunt, deswegen habe ich hier so viele Sachen wie möglich nicht genutzt, die man halt so mit dem typischen LG-Design hatte. Das war ja dann relativ knallig, auch das Hintergrundbild. Und da ist man beim LG G3 mit der Oberfläche, mit der neuen, deutlich dezenter geworden. Das gefällt mir ganz gut. Was mir dann wieder nicht gefällt, während das komplette Design hell designt ist, wie auch schon hier, wird dann hier der Kracher gemacht mit der Benachrichtigungslinie, die da absolut dunkel ist und die Farben richtig fetten Kontrast haben. Das war hier dann wieder besser gelöst, weil man das ja nicht so knallig hervorheben musste. Hier dieses wirklich dunkle, man hätte hier auf jeden Fall eine hellere Lösung nehmen können, dann wäre das ganze System insgesamt, ja, für meine Begriffe etwas besser gelungen. Dann gibt es natürlich noch das Multitasking. Das erreicht man jetzt über die Taste und da sieht man es. Das gefällt mir nicht. Also, das ist einfach zu unübersichtlich. Wozu brauche ich neun Fenster im Überblick? Mir würden auch 1, 2, 3, 4, wenn jetzt hier so viele Apps offen wären, würden mir hier auch reichen. Also, das ist für mich nicht die perfekte Lösung und man kann jetzt nicht mehr einfach so hier raus. Das nervt mich total. Also man muss immer auf Zurück oder auf Home, damit man aus dieser Ansicht rausgeht. Das, ja, das gefällt mir nicht. Darüber erreicht man dann auch eine neue Funktion, die es beim LG G2 nicht gibt, nämlich Dual Window. Und da können wir zum Beispiel hier mal YouTube reinlegen und hier die Galerie. Und da werden im Grunde zwei Apps zur gleichen Zeit angezeigt. Und da kann man dann halt hier im YouTube auf seinem Kanal schauen und dann halt hier die Fotos anschauen, wie man es möchte. Performance, ja, wenn man jetzt nur Fotos anschaut und hier nicht noch irgendwie was laufen lässt, ist okay. Ansonsten brauche ich nicht. Also Dual Window auf so einem kleinen Gerät, auf Tablet, okay, aber jetzt muss nicht unbedingt für mich sein. Also wer mag, der kann vielleicht was kopieren, wenn man was abschreiben müsste von der Webseite oder ähnliches, dann könnte man das abschreiben, aber ansonsten brauche ich es jetzt nicht unbedingt. Ansonsten, ja, oberflächentechnisch, Performance, ich will nicht sagen katastrophal, aber in meinen Augen wirklich schlecht. Also wenn sich der Bildschirm hier aufbauen muss, also wenn ich zum Beispiel viele Apps geöffnet habe und sich das auf dem Startbildschirm dann wieder aufbauen muss, dann ja, das nervt mit der Zeit. Also ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann, dass die Oberfläche, gut, Quad-HD-Display ist ja okay, aber das muss ja nicht sein, dass sich der Bildschirm dann andauernd wieder neu aufbaut. Ich versuche das mal zu reproduzieren, das ist nämlich nicht so einfach, denn es passiert nicht immer. Mal schauen, ob das. Nee, hier klappt es gerade zufällig mal. Aber ab und zu ist es halt so, dass die Oberfläche sich komplett wieder neu aufbauen muss. Und das nervt dann irgendwie mit der Zeit. Also das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das, ja, es passiert oft genug jetzt im Video gerade nicht, aber der Aufbau ist dann halt, es baut sich wieder von neuem auf und das gefällt mir nicht so. Ja, zur Performance an sich, also zu den technischen Daten. Wir haben hier beim LG G3 einen Snapdragon 801 Prozessor mit 2,5 GHz, glaube ich, ja, und 2 GB RAM. Das ist hier die 16 GB Version. Die 3 GB RAM Version hat dann 32 GB internen Speicher und hier haben wir einen Snapdragon 800 Prozessor mit 2 GB RAM und 2,2
2,6 GHz, glaube ich. Also da läuft die Oberfläche mit Android 4.4.2, was beide Smartphones beherrschen, deutlich, deutlich flüssiger. Also hier, es soll jetzt bei der 3 GB-Version schon ein Patch gegeben haben, habe ich jetzt schon gehört, und der soll auch eine deutlich bessere Performance und einen noch besseren Weißwert liefern. Aber für die 2 GB-Version, die ich hier habe, gibt es das noch nicht, und das, ja, das nervt dann etwas. Ansonsten haben wir natürlich hier so ein paar zusätzliche Widgets, die LG hier verbaut hat, mit einigen neuen Funktionen, mit zum Beispiel einem Schrittzähler oder ähnlichem. Also das ist das Übliche. Wir haben natürlich ein paar zusätzliche Apps, die LG vorinstalliert hat, die jetzt zum Beispiel, hier habt ihr es vielleicht gesehen, dass das ein bisschen geruckelt hat, wie McAfee Security oder ja, allgemein ein paar zusätzliche Apps, die man im Grunde nicht braucht, zum Beispiel wie ein eigenes Update-Center, also nicht diese Sache von Google, sondern hier mit der Software-Update für die eigenen Apps, wenn man die updaten muss, möchte. Und schauen wir mal kurz rein. Da sind die ganzen Updates, nämlich die ganzen zusätzlichen Apps, die man hier vorinstalliert, die nicht von Google selbst kommen über Android, die sind hier vorinstalliert, wie zum Beispiel Box, McAfee, Quick Memo Plus, Quick Remote. Gute Quick Remote ist natürlich wichtig, weil die Fernbedienung da funktionieren muss. Ansonsten Remote Call Center, irgendwas Smart World, Think Free Viewer. Also so ein paar Apps, die man zusätzlich installiert hat, und natürlich ein paar Apps, die jetzt nicht angezeigt werden, die dann das System angeblich ausbremsen sollen, so wie mir das jetzt gesagt wurde. Ich hätte das manuell entfernen können, aber das darf ich natürlich nicht. Das ist natürlich ein Testgerät. Ich will hier weder Root machen noch irgendwie sonstige Späße. So, dann die Kamera-App an sich hat sich natürlich auch ein bisschen verändert. Gehen wir mal kurz rein. Man hat nicht mehr so viel Zugriff auf Optionen. Also wenn ich hier zum Beispiel auf die Einstellungen gehe, kann ich nur noch relativ wenig beeinflussen. Hier habe ich zum Beispiel ganz viele Szenen, die ich wählen kann. Das ging hier aber eigentlich auch noch. So, also wir können zum Beispiel hier magischer Fokus nehmen. Das ist mit dem Refokussieren, dass das scharfe Bild, dass man etwas Scharfes nach vorne holt und den Hintergrund dann ja im Grunde unscharf darstellt. Und man hat hier zum Beispiel Panorama und Dual Bild. Dann haben wir ein Bild von der Frontkamera und der Hauptkamera auf der Rückseite dann gleichzeitig. Und ja, ansonsten haben wir natürlich die Möglichkeit, in den Einstellungen der Kamera die Auflösung zu wählen, wie zum Beispiel hier. Wir haben hier Fotokamera mit 13 Megapixeln maximal, und wir können 4K-Videos aufnehmen, was natürlich bei dem LG G2 nicht geht. Aber dafür haben wir halt hier die Möglichkeit, sehr viele Einstellungen manuell auszuwählen, was mir dann immer sehr gut gefällt. Denn man kann hier zum Beispiel den Fokus selbst wählen, also nicht automatisch, sondern manuell, komplett manuell, und dann komplett manuell hier von nah bis unendlich manuell beeinflussen. Und das brauche ich dann auch. Also besonders gut, der Laser-Autofokus des LG G3 soll das natürlich ersetzen, dass man das nicht mehr unbedingt machen muss. Aber hier haben wir beim LG G2 mit der 13-Megapixel-Kamera deutlich mehr Software-Möglichkeiten, als dass es beim LG G3 mittlerweile der Fall ist. Also das gefällt mir jetzt nicht so sehr gut. Die Smartphones an sich liegen gut in der Hand, sind natürlich beide abgerundet auf den Seiten. Das LG G3 noch ein bisschen mehr, und deswegen liegt es mit der Größe für mich noch ein bisschen besser in der Hand. Der Rahmen um das Display ist ja minimal dicker geworden, aber das liegt auch daran, dass ja, ich glaube, dass das hier ein bisschen absteht nach oben, um das Display zu schützen, falls es drauf fällt aufs Display. Aber da bin ich mir jetzt nicht. Also es steht zumindest minimal über den Rahmen. Und das ist dann halt, da sieht man es vielleicht direkt im direkten Vergleich, dass der Rahmen beim LG G2 noch minimal dünner ist. Das sieht man vielleicht nicht ganz so genau, aber man kann es zum Beispiel mal andeuten. Es kommt mir zumindest so vor, ich habe es aber nicht gemessen. Also muss man dann sagen. Und ansonsten gefällt mir das hier mit dem abgesetzten in der richtigen Farbe dann wirklich sehr gut beim LG G3, und das Design ist allgemein auch gut. Genau, Akkulaufzeit ist natürlich die nächste Frage. Wir haben hier noch 15%. Ich habe heute Morgen mit dem Smartphone angefangen zu arbeiten um 7 Uhr, und da gehen wir jetzt mal in Akku rein und schauen uns die Display-On-Zeit an. Ich habe immer automatische
automatische Helligkeit verwendet. Und wir haben hier ein Display-On-Zeit von 3 Stunden 20 Minuten. Das ist zu wenig, also für einen 3000 mAh Akku. Und dafür, dass ich die Helligkeit jetzt nicht wirklich auf maximal genommen habe, ist das in meinen Augen zu wenig. Also man kommt damit über einen Tag, wie ich ja hier. Oh, die Kamera bewegt. Man kommt über den Tag, wie ich ja hier gezeigt habe. Also ich habe es heute Morgen angemacht und seitdem anscheinend nicht so viel genutzt, wie ich gedacht habe. Aber 3 Stunden 20 ist bei der automatischen Helligkeit, die ich hier gewählt habe. Gut, ich habe jetzt hier 100% gewählt, aber das ist halt die Helligkeit, die ich brauche, um damit arbeiten zu können. Und ja, das ist halt mir vielleicht zu wenig. Über den Tag kommt man wahrscheinlich, aber jetzt, wenn man vielleicht noch was spielt und irgendwie ein Video guckt, da könnte es dann schon eng werden beim LG G2, was ich jetzt nicht vergleichen kann hier, aber ich kann es von der Erfahrung machen, weil ich es jetzt ein Jahr genutzt habe, kann ich sagen, dass das hier locker 5, 6, wenn noch mehr 6,5 Stunden Display-On-Zeit realisierbar sind. Also das ist absolut kein Problem. Ja, soweit der grundsätzliche Vergleich. Also ich hoffe, dass für das LG G3 noch ein Software-Update kommt, weil so gefällt mir das leider überhaupt nicht. Also gut, im Video ist das jetzt hier dieser typische Vorführeffekt, wo das dann nicht langsamer wird oder nicht sich wieder neu aufbaut. Das ist dann natürlich Pech, dass das jetzt nicht darzustellen ist, aber es baut sich dann relativ oft wieder neu komplett auf der Homescreen. Und das, ob es jetzt dann wirklich an den 2 GB RAM liegt oder an dem Quad-HD-Display, ja, ich weiß es nicht. Also da müsste man sich vielleicht nochmal näher damit beschäftigen. Aber das nächste Software-Update soll das beheben und da hoffen wir natürlich, also ich hoffe, dass ich das jetzt noch in dieser Woche irgendwie bekommen kann, weil nächste Woche muss das dann schon weitergeschickt werden und dann wäre es halt schade, wenn ich nicht die tatsächliche Leistung des Smartphones mitbekomme, weil so würde ich es wahrscheinlich zurückschicken, wenn ich es gekauft hätte. Also da kann ich die Leute verstehen, die das dann zurückgeschickt haben. Ansonsten, das Display gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist halt, ja, man muss sich halt überlegen, ob man das Quad-HD-Display jetzt aktuell sogar braucht. Akkulaufzeit ist dadurch natürlich ein bisschen kürzer. Das Smartphone wird relativ warm, selbst wenn man jetzt nicht so viel macht. Also da hat sich das hier in dem Bereich bei mir ist sogar jetzt schon wieder deutlich wärmer als es überhaupt sein dürfte. Wir haben ja nichts gemacht hier. Wir haben weder gespielt noch irgendwie was gemacht und das Smartphone wird schon handwarm. Also mehr als handwarm, sonst würde ich es ja nicht spüren. Aber das ist halt so die Sache mit diesem Gerät. Ja, soweit, wenn noch Fragen sind, ab in die Kommentare. Das ist jetzt erstmal so ein grober Vergleich zwischen dem LG G3 und dem LG G2. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal im nächsten Video. Ciao.